Hey und willkommen zu einem Video von mir. Ein ganz kurzes Video. Und zwar spielen Lenny und ich momentan sehr viel Ark, oder nicht sehr viel, aber wir wollen wieder sehr viel Ark spielen, also glaube ich. Und auf jeden Fall wäre es cool, wenn wir Leute finden würden, die vielleicht mit uns spielen. Und deswegen mache ich jetzt dieses Video. Wir haben einen Server mit 10 Slots. Lenny und ich davon sind natürlich 2, also 8. Und theoretisch können dann halt welche von euch, wenn ihr wollt, mitspielen. Wir haben jetzt auf unserem TS, die IP dazu ist natürlich in der Infobox, ein Ark-Channel gemacht. Hier könnt ihr draufklicken und hier seht ihr auch alle Mods nochmal aufgelistet, die ihr installieren müsst, wenn ihr auf dem Server spielen wollt. Weil wir haben die Mods halt drauf und wenn ihr die Mods nicht habt, dann könnt ihr halt nicht mitspielen. Also müsstet ihr euch die halt runterladen. Und hier ist auch nochmal eine Mod, die müsst ihr nicht runterladen, aber die wird irgendwann draufkommen, sobald die Mod wieder geupdatet wird. Und wenn ihr halt mit auf dem Server spielen wollt, dann wäre es cool, wenn ihr einfach mal TS kommt und dann geht ihr am besten hier in den Alice, Glenny, bitte lasst mich hoch, Channel. Schreibt uns vielleicht einmal kurz an und dann werden wir euch hochmoven. Und dann können wir das klären, dann können wir euch das Passwort geben und dann könnt ihr auf den Server draufkommen. Es wird ein PvE-Server sein, das heißt kein PvP. Ja, wenn jemand irgendwie was rausfindet, wie man was kaputt machen kann, Dinos klaut oder sonst was, dann fliegt er direkt wieder runter, weil wir wollen sowas nicht. Wir wollen einfach in Ruhe mit anderen Leuten spielen, vielleicht einfach mal die Welt erkunden, ein paar Dinos zähmen, einfach was Cooles bauen, ein paar Höhlen erkunden und so weiter und so fort. Also ganz normal PvE, kein PvP. Und wenn ihr darauf Lust habt, könnt ihr wie gesagt gerne TS kommen. Die IP, wie gesagt, in der Infobox. Und ja, ihr müsstet euch dann halt, wie gesagt, einfach nur die Mods runterladen. Und das war's, also es wäre cool, wenn wir vielleicht ein paar Leute finden würden, auch wenn ich nicht so eine aktive Community habe. Vielleicht haben wir trotzdem welche von euch Ark und haben Lust mitzuspielen. Ihr könnt mich natürlich auch auf Steam adden. Allerdings, wenn ihr mich auf Steam addet, müsst ihr halt wissen, wer ihr seid. Also am besten einfach einen Kommentar schreiben, dass ihr von YouTube kommt, dann nehme ich euch auch an. So, und das war's, also wäre cool, wenn ihr mitmachen würdet. Und dann, tschüss, das war's, bis dann, bye.